Vielen lieben Dank. Ich habe Ihnen eine kleine Präsentation zum Thema Dampfen und Cannabis, beziehungsweise auch Vaporizing von Cannabis mitgebracht. Meine Expertise aus jetzt 10 Jahren Suchtforschung liegt insbesondere im Bereich Alkohol. Die letzten Jahre, vor allem aufgrund der politischen Entwicklung, habe ich mich sehr viel mit Cannabis auseinandergesetzt. Habe auch verschiedenste Vorträge wie diesen bezahlt gehalten, eigentlich immer nur für Organisationen wie diese, vor allem in Deutschland. War im Bundestag auch bezahlt, da kommen so Nebeneinkünfte her, die möchte ich natürlich auch nicht verschweigen, habe aber keinerlei finanziellen Verbindungen zur Cannabis- oder Alkoholindustrie. Ich möchte in dem dreiteiligen Vortrag zunächst erstmal damit anfangen, worüber wir reden, wenn es um Cannabiskonsum geht, weil da gibt es manchmal ein bisschen falsche Vorstellungen bzw. auch falsche Informationen, teilweise auch von politischen hohen Ämtern verteilt, und da möchte ich einmal ganz kurz einsteigen. In Deutschland konsumieren ca. 11% der Personen im Alter von 12 bis 59 mindestens einmal im Jahr Cannabis. Das sind so die aktuellsten Schätzungen aus dem Jahr 2021. Natürlich mehr Männer als Frauen, so wie das bei fast allen Substanzen der Fall ist. Und die höchste Konsumprävalenz, also erstmal nur wie viele konsumieren, liegt ganz klar bei den jungen Erwachsenen. Und bei den Jugendlichen sind es aber auch knapp 10%, 8%. Wichtig, weil das wird häufig missverstanden, wenn wir uns alle Konsumierenden in Deutschland angucken, also alle Menschen, die mindestens im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben, dann sind 2/3 älter als 25. Also es geht nicht nur um Jugendliche. Jugendliche sind besonders relevant im Präventionsbereich, im Gesundheitsschutz, weil je eher jemand anfängt, desto eher fangen auch Konsumprobleme an und desto eher sind auch mentale Probleme, psychische Probleme, vor allem Angst, Depressionen und Psychosen wahrscheinlich. Aber wenn wir uns alle anschauen und wir machen letztendlich Regulierungen für alle und nicht nur für die Jugendlichen, dann sind das entsprechend relativ wenige. Oh, sorry, das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen. Genau, hier. Also 6% der Konsumierenden sind jugendlich und 2/3, genau, also diese 65% sind 25 oder älter. 25, warum diese Grenze 25? Weil das auch immer mal wieder von Ärztekammer etc. Vorgeschlagen wurde als Mindestalter für legales Cannabis. In den letzten 10 Jahren oder in den letzten 12 Jahren haben wir eine Verdoppelung der Konsumprävalenz gesehen. Das heißt, es konsumieren immer mehr Personen in Deutschland, aber, und das ist wirklich wichtig, es konsumieren immer mehr Erwachsene. Also bei den Jugendlichen haben wir zum Glück keine bzw. kaum Veränderungen gesehen. Und das ist wirklich gut und da hoffen wir auch, dass es dabei bleibt. Aber vor allem bei den Erwachsenen, insbesondere bei denjenigen, die 30 oder älter sind, sehen wir relativ starke Anstiege. Und wir haben außerdem eine mehr oder weniger klare geografische Verteilung auch des Cannabiskonsums. Frau Mutter hat es angesprochen, Berlin ist überdurchschnittlich vertreten. Also in Berlin, schätzen wir, liegt die Konsumprävalenz bei 17%. Wenn wir im Prinzip Vergleiche machen wollen zwischen Berlin, Baden-Württemberg oder anderen, oder sagen wir mal Mecklenburg-Vorpommern, wo eher die ältere Bevölkerung überproportional vertreten ist, dann standardisieren wir das. Dann machen wir eine Altersstandardisierung. Wir berücksichtigen, dass in Berlin mehr junge Leute wohnen und natürlich mehr junge Leute auch mehr Cannabis konsumieren. Das heißt, selbst nach dieser Korrektur sehen wir, dass vor allem im Norden, Nordosten mehr Cannabis konsumiert wird als vor allem im Süden. Da, wo ich lebe, Sachsen, wird am wenigsten Cannabis konsumiert. Jetzt zu der eigentlichen Frage, wie wird eigentlich Cannabis konsumiert? Sie kennen das Problem Cannabis, es ist sehr viel komplexer als Alkohol. Alkohol gibt es im Prinzip genau eine Substanz, die nennt sich Ethanol, die interessiert uns. Aber Cannabis ist eigentlich eine Produktgruppe.
Und die kann man so unterschiedlich konsumieren, dass es sehr schwierig ist und sehr komplex. Ich versuche sie trotzdem hier jetzt in den nächsten Minuten mitzunehmen. In Debra wurde jetzt auch schon angesprochen, haben wir im Prinzip Personen gefragt, die angegeben haben, im letzten Jahr Cannabis zu konsumieren, und haben sie gefragt, okay, wie konsumiert ihr denn bevorzugt? Und 83% haben gesagt, sie rauchen es zusammen mit Tabak. Weitere knapp 10% haben gesagt, sie rauchen es ohne Tabak. Also gute 90%, sagen wir, rauchen Cannabis bevorzugt mit oder ohne Tabak, in der Regel mit Tabak. Und der Rest verteilt sich auf ja, doch recht kleinere Randphänomene, Randgruppen. Ohne Tabak inhalieren 2%, über die Nahrung bevorzugt aufnehmen, tun Cannabis auch ungefähr 2%. Das heißt, als Faustregel, 9 von 10 Personen rauchen heutzutage Tabak. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Warum ist das nicht schön? Vor allem, wenn Sie es mit Tabak mischen, wenn Sie Ihren Cannabis mit Tabak mischen, egal ob das Blüten sind oder Haschisch, Sie werden co-abhängig in der Regel, weil Sie wissen das, Nikotin ist eine sehr, sehr süchtig machende Substanz. Und damit erhöht sich das Risiko für Cannabisabhängigkeit und erhöht auch das Risiko, quasi wieder einen Rückfall zu bekommen, wenn Sie dann entsprechend damit aufhören. Also ich muss Ihnen, glaube ich, nicht erklären, warum diese Zahl 90% wirklich nicht optimal ist. Und jetzt versuchen wir mal zu erörtern, was sind eigentlich die Alternativen und wie machen das andere Länder, weil zum Beispiel in Kanada rauchen zwar auch wirklich viele Personen ihr Cannabis, aber in der Regel ohne Tabak. Also es ist ein sehr europäische und festlandeuropäisches Phänomen, denn zum Beispiel in Großbritannien wird auch zwar Cannabis häufig geraucht, aber auch nicht immer mit Tabak. Also es sind ein paar Phänomene, die auch ein bisschen deutschlandspezifisch sind. Und die Frage ist, okay, wie kommen wir von den 90% runter, insbesondere mit dem Mischen Cannabis und Tabak. So. Alternativen zum Rauchen. Das einfachste und im Prinzip gesundheitsförderlichste bzw. risikoärmste für die Lungen und den ganzen Mund-Rachen-Bereich ist natürlich der orale Konsum. Oraler Konsum, Sie haben davon gehört, Edibles haben Vor- und Nachteile. Der große Vorteil auf jeden Fall, sie sind sehr relativ gut dosierbar, wenn sie legal abgegeben werden und in definierten Einheiten, wie das zum Beispiel in Kanada vorgeschrieben ist. Da sehen Sie hier zum Beispiel vom Ontario Cannabis Store, das ist im Prinzip der offizielle Laden, in dem man in Ontario Cannabis kaufen kann, online bestellen kann. Da sehen Sie hier 10 Milligramm THC Brownies, werden in so einer doch recht neutralen Verpackung mit Gesundheitslabels etc. pp. Abgegeben. Besser noch macht das Quebec, wo diese Verpackungen kindersicher sind und außerdem keine Produkte zugelassen sind, die in irgendeiner Art und Weise ja, kinderfreundlich sind. Also so irgendwelche Bonbons oder so werden dort einfach nicht zugelassen. Es ist alles ein bisschen restriktiver. Wenn man das so macht, kann man das eigentlich relativ eine recht saubere, klare Menge THC aufnehmen und hat relativ wenig Risiken, da schlechte Erfahrungen zu machen. Im illegalen Bereich, Sie haben es jetzt gehört, hier sind 10 Milligramm THC, das ist im Prinzip so der Standard, 5 oder 10 Milligramm THC pro Konsumeinheit, ungefähr das, was so empfohlen wird. Hier, jetzt sehen Sie es nicht, ich sage es Ihnen, THC-Snickers 1000 Milligramm. Das sind Mengen, mit denen Sie sehr wahrscheinlich eine sehr unangenehme Erfahrung haben und wahrscheinlich in die Notaufnahme müssen. Sie als Erwachsener, jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Kinder genau an diese Produkte kommen. Jetzt ist eine Auswahl von illegalen oralen Produkten. Diese Produkte gibt es auf dem amerikanischen Markt. Das sind im Prinzip Counterfeits und Nachbildungen von Produkten, die Sie wahrscheinlich mehr oder weniger kennen. Also hier hinten Stoneos, Oreos kennen Sie vielleicht. Genau, Snickers habe ich gesagt, M&M's, naja. Also die Fantasie im illegalen Bereich ist relativ groß, vor allem in den USA. Tatsächlich ist es so, ich war vor 2 Jahren in den USA, habe mir verschiedene Läden angeschaut und es ist schwierig herauszufinden überhaupt, ob Sie in einem illegalen oder in einem legalen Laden sind. Also die Komplexität ist relativ groß. Was ich sagen will, legal Edibles kann funktionieren, wenn sie ordentlich reguliert sind, aber
es besteht ein entsprechendes Risiko. Jetzt wollen wir aber vor allem darüber reden, wie kriegt man im Prinzip Personen, die rauchen, die auch an Inhalationen gewohnt sind, wie kann man die vielleicht auch davon überzeugen, andere risikoärmere Produkte zu nutzen. Es gibt zahlreiche, wirklich zahlreiche Möglichkeiten zum inhalativen Konsum von Cannabis. Hier sind einige aufgeführt. Die wichtigsten, und ich gehe hier alle einmal mal durch, sind die hier mit der 2 und die hier 3, 4, 5. Die anderen erwähne ich auch kurz, aber eins nach dem anderen. Als erstes Inhalationsgeräte mit Dosierfunktion, sogenannte Metered Dose Inhalers, ist vor allem im medizinischen Bereich, meines Erachtens auch gar nicht in Deutschland relevant, wichtig, wenn Sie medizinische Indikationen haben und Cannabis nehmen, dann wollen Sie natürlich so zielgenau dosieren wie möglich. Und das geht zum Beispiel mit diesen Gerätschaften. Das sind die klassischen Verdampfer, die hier eigentlich auch schon seit Jahrzehnten existieren. Also hier ganz links ist im Prinzip ein Gerät, welches jetzt auch als vom BfArM zertifiziert ist für den medizinischen Konsum, also zur Administration von medizinischem Cannabis. Das stellen Sie auf Ihren Tisch. Hier oben schließen Sie einen Bratschlauch an und der wird dann aufgeblasen mit dem Cannabis, mit dem erhitzten Cannabis quasi, das sich hier drin befindet. Sehr technisch, ist auch sehr weit entfernt von dem Zigaretten- oder Joint-Gefühl, glaube ich. Und deswegen wurden in den Folgejahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, Vaporizer entwickelt, die sehr viel handlicher sind und vor allem keinen Bratschlauch enthalten. Hier können Sie in alle diese Geräte, können Sie im Prinzip Ihre Blüten reintun. Da können Sie auch Haschisch reinmachen, im Zweifelsfall auch Konzentrate. Aber im Prinzip sind das die Möglichkeiten, die jetzt legal in Deutschland auch existieren, zur risikoarmen Administration von Cannabis. Weil Sie brauchen keinen Tabak und Sie können legal erhältliches Cannabis, was Sie selber angebaut haben oder aus einer Anbauvereinigung bekommen haben, so verdampfen. Diese Produkte sind meines Erachtens eigentlich nicht unbedingt in Deutschland momentan legal verfügbar oder auch im größeren Sinne relevant, weil sie im Prinzip mit Kartuschen funktionieren, wie im E-Zigarettenbereich. Und die Kartuschen gibt es hier nicht. Also Sie brauchen Kartuschen, in denen THC oder irgendwie Cannabinoide enthalten sind. Und diese Kartuschen gibt es im illegalen Bereich natürlich, wenn Sie Personen kennen oder im Darknet bestellen. Aber wir kennen diese Phänomene vor allem aus Nordamerika, wo diese Vapes, also entweder Einweg-Vapes, die wir jetzt schon diskutiert hatten, oder eben Nachfüll-Vapes, doch relativ präsent sind. Dann als letztes noch Dab Pens oder Rigs. Das sind im Prinzip Gerätschaften, mit denen Sie Konzentrate, also feste Konzentrate, die es laut Cannabisgesetz hier auch nicht geben darf, im Prinzip erhitzen und verdampfen können. Brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, weil eigentlich gibt es diese Gerätschaften nicht und das ist hier eigentlich auch nicht legal. Und aufgrund von dem, was ich Ihnen eingangs gezeigt hatte, spielt das momentan sowieso keine Rolle. Eine wichtige Studie hat im Prinzip untersucht, Joints mit Vaporizers und E-Zigaretten, wie ich Ihnen die gerade gezeigt habe, verglichen. Die haben im Prinzip so eine Smoking-Maschine, so eine Rauchmaschine gebaut, dann die Joints vorne reingesteckt und dann im Prinzip überprüft, wie viel von dem Gras, was in dem Joint drin ist, ist dann tatsächlich verbrannt worden, wie viel ist im Filter gelandet, wie viel ist im Rauch tatsächlich übergegangen und das Gleiche für die anderen Produkte auch. Und was sich dort gezeigt hat, war eigentlich ganz interessant, dass beim Verdampfen von Blüten wird weniger THC gelöst, weil die Temperatur ein bisschen geringer ist. Beim Verdampfen, also bei den üblichen Verdampfmethoden, hat man ungefähr so 200 Grad Temperatur und dann werden halt nur einen bestimmten Teil der THC-Moleküle gelöst, 1-20%. Wenn Sie es verbrennen, sind es gleich mal 50%. Also da haben Sie erstmal eine höhere Umwandlungseffizienz. Am besten geht das tatsächlich aber, also wenn Sie einfach nur effizient sein wollen, mit den E-Zigaretten, also mit diesen Kartuschen, weil dort gibt es Isolate, THC-Isolate drin, die dann gemischt werden
oder gelöst sind in bestimmten ja, Lösungsmitteln, Ölen. Und wenn Sie, das kennen Sie von den E-Zigaretten auch, Sie ziehen da dran und alles letztendlich, was in dieser Kartusche drin ist, wird früher oder später verdampft. Das heißt, alles, was aus der Kartusche ist, geht in Aerosole, in Dampf über. Und das ist im Prinzip, damit wird man ungefähr 100% erreichen, weil am Ende die Kartusche leer ist. Und das Problem ist aber, uns interessiert natürlich gesundheitsrelevant jetzt nicht nur unbedingt, wie effizient ist ein Produkt, sondern was für Schadstoffe entstehen auch dabei. Und die haben Dutzende von Schadstoffen im Prinzip untersucht. Was am interessantesten meines Erachtens sind die Aldehyde und die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, PAKs oder im Englischen PAH, PAH. Und die sind nämlich krebserregend und besonders relevant für uns. Und da sehen wir, dass tatsächlich im Joint, also im Jointrauch, die allermeisten krebserregenden Stoffe erwartungsmäßig enthalten sind. Dann in den E-Zigaretten, also in den, die, wenn Sie Kartuschen verdampfen mit THC-Isolaten drin. Und am geringsten, natürlich nicht komplett risikofrei, aber am risikoärmsten mit Abstand, war das Verdampfen von Blüten. Soweit zum Potenzial. Tatsächlich ist es aber so, wenn Sie umsteigen von Rauchen auf Verdampfen, egal wie, dann kann es gut sein, dass Sie, vor allem wenn Sie diese E-Zigaretten am Ende benutzen mit den Kartuschen, bei sehr viel höheren THC-Mengen landen, weil dort eben ein höherer Umwandlungskoeffizient enthalten ist. Das heißt, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir Leuten empfehlen, von einem Joint auf Verdampfen zu switchen, dann ist das eigentlich nur sinnvoll auf diese traditionellen Verdampfgeräte, aber nicht unbedingt auf die E-Zigaretten, weil erstens die E-Zigaretten haben weiteres Schadenspotenzial oder auch ein höheres Schadenspotenzial und haben eine höhere Effizienz und damit konsumieren sie am Ende wahrscheinlich sehr viel mehr THC, als sie das beim Rauchen machen würden. Und ein wichtiger Punkt: im Jahr 2019 gab es ca. 60 Todesfälle, nachdem Personen verunreinigte E-Zigaretten mit Cannabis, also mit THC, konsumiert haben. Und das waren im Prinzip Lungenschädigungen, die auf eine bestimmte Beimischung in den Kartuschen zurückzuführen waren. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll und sehr, sehr gefährlich. Und da gab es sehr viel Medienrummel drum und das ist auf jeden Fall nochmal wichtig hervorzuheben, dass besonders, wenn im Prinzip dieser Umstieg erfolgt, müssen das wirklich regulierte Produkte sein, weil ansonsten riskiert man sein Leben im Zweifelsfall. Beim oralen Konsum habe ich gesagt, es besteht relativ hohe Gefahr für Vergiftungsfälle, wenn Sie nicht exakt wissen, was in den Edibles drin steckt, die Sie konsumieren. Zum Schluss möchte ich auf ein paar aktuelle Trends kommen, um so ein bisschen einzuschätzen, wo geht es jetzt hin. Also wir haben jetzt ungefähr 90% Rauchanteil bei Cannabis. Wird sich das ändern? Wie wird sich das ändern? Was sind die relevanten Faktoren? Und da einen vielleicht subjektiven, aber auch empirisch informierten Blick drauf. Diese Grafik haben Sie eben schon mal gesehen. Herr Hanewinkel und ich lesen anscheinend die gleichen Studien und sind von den gleichen Studien beeindruckt. Das muss ich jetzt im Prinzip nicht nochmal sagen. Einweg-E-Zigaretten, sind natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn sich ein ähnlicher Trend hier in Deutschland abzeichnet, dann werden immer mehr Leute natürlich auch gewohnt sein, zu dampfen und damit möglicherweise eine Normalisierung stattfinden. Und wir sehen im Prinzip oder wir nehmen an, dass man Cannabis nicht isoliert betrachten kann, sondern muss immer vor dem Hintergrund der aktuellen Konsumkultur, vor allem im Bereich Rauchen, betrachten. Und solange Tabakrauchen so normal ist und solange auch die Tabakkontrollpolitik so schwach ist in Deutschland, sie ist ja im europäischen Vergleich eine der schwächsten, dann sehe ich hier relativ schlechte Chancen, dass wir den Tabakanteil drücken können. Wenn aber tatsächlich eine Bewegung zum Verdampfen passiert, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt positiv, hat Herr Hanewinkel auf jeden Fall auch klar hervorgehoben, aber je mehr Leute dampfen, desto eher würde ich erwarten, dass auch das im Cannabis-Bereich sich widerspiegelt. Genau, soweit erstmal grob. Diese Zahlen
Hier aus Deutschland sind von der BZGA, die haben Sie gerade, glaube ich, auch zitiert. Die wurden, glaube ich, gestern, vorgestern veröffentlicht. Wir haben momentan schon eben einen gewissen Anteil der Jugendlichen vor allem oder jungen Erwachsenen, die Einweg-E-Zigaretten konsumieren. Bei den Jugendlichen sind es laut BZGA ungefähr genauso viele, die E-Zigaretten als auch also E-Zigaretten konsumieren als auch rauchen. Und da sehen wir im Prinzip ein gewisse erste Anzeichen. Aber mir ist nicht bekannt, dass wir eine ähnliche, vergleichbare Möglichkeit haben, Trends hier so wie in Großbritannien abzubilden. Genau, also wie wird sich das weiterentwickeln mit dem Dampfen? Wird es da im Prinzip sich weiter normalisieren? Und wie wirkt sich das im Prinzip auf den Cannabis-Bereich aus? Das ist das Erste. Das Zweite. Der Markt von Cannabis. Wir haben jetzt relativ viel über den Markt von Tabak gehört. Der Markt von Cannabis ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Erstens liegen da enorm viele Interessen, kommerzielle Interessen drin. Es gibt Alkohol, es gibt Tabakfirmen, die in den Cannabismarkt drängen und versuchen, ihre Umsätze, die sie vielleicht im Tabak-Alkohol-Bereich in den letzten Jahren im Prinzip zurückgehen sehen haben, dass sie dort zunehmen. Und insofern ist es total wichtig und total interessant zu schauen, okay, was passiert eigentlich in Kanada, dem einzigen Industrieland, in dem tatsächlich eine vollständige Legalisierung momentan schon seit 5, 6 Jahren, jetzt seit 2018 implementiert ist und dort natürlich auch gewisse Industrien gewachsen sind. Und was passiert dort? Dort in Kanada sehen wir tatsächlich einen relativ interessanten Trend. Erstens, der Anteil von Rauchen, also von denjenigen, die Cannabis konsumieren, wie viel rauchen Cannabis, ist innerhalb von den, seit 2018, also seit der Legalisierung, deutlich zurückgegangen. Also damals waren es 90%, jetzt sind es gute 60%. Das ist ein Erfolg, würde ich sagen. Das liegt insbesondere daran, dass alternative Produkte auf den Markt gekommen sind. Das kann man gut oder schlecht finden und das hat Vor- und Nachteile und ich will da auch gar keine abschließende Bewertung vornehmen, weil dazu fehlt uns die empirische Grundlage. Was aber wichtig ist, immer weniger Leute kaufen Blüten, ganz traditionell momentan Blüten wahrscheinlich in Deutschland 90%, dann haben wir noch 8% Haschisch und dann 2% anderes. Meine persönliche Schätzung, weil es gibt keine guten Schätzungen dazu. In Kanada sind wir jetzt beim Blütenmarktanteil bzw. Blütenanteil von denjenigen, die man fragt, was konsumieren sie am liebsten, liegen wir jetzt bei 69%. Der stärkste Anstieg ist natürlich hier die orange Linie Edibles und hier unten auch nochmal diese Linie hier, Drinks, also Edibles und Drinks, ich würde sie eigentlich zusammenfassen, aber das ist auch okay, das zu trennen, haben eine enorme Popularität in Kanada. Und ich habe darüber gesprochen, hat Vor- und Nachteile. Das wird aber eigentlich mehr oder weniger nur durch einen legalen Markt ermöglicht. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was jetzt hier in Deutschland passiert. Was aber tatsächlich in der Schweiz passiert, es gibt Pilotversuche, es gibt erste Ergebnisse. Und aus den Pilotversuchen zur legalen Abgabe von Cannabis, da beschweren sich dann die ersten Personen, dass sie doch lieber hochpotentere Produkte, also vor allem Vapes auch gerne hätten und auch Edibles. Und das sind auch Gründe zum Teil, warum Personen in den Modellprojekten sagen, okay, ich bekomme hier zwar mein legales Cannabis, aber bestimmte Produkte bekomme ich nicht, da konsumiere ich trotzdem weiter auf dem Schwarzmarkt. Also das sind im Prinzip relevante Faktoren, die wir beachten müssen, wenn wir jetzt weiter über den Markt in Deutschland reden, weil da passieren ja schon noch ein, zwei Sachen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Zum Schluss ein wichtiger Trend, der noch nicht so richtig überall angekommen ist und extreme Unsicherheiten birgt, ist das hier. Wenn Sie die Google Trends sich anschauen, also Suchtrends, also wie häufig wird ein bestimmter Begriff gesucht, dann sehen Sie einen Peak, einen wirklich steilen Peak von Cannabis-Rezept. Ungefähr um den 1. April. Was war am 1. April? Seitdem wissen Sie alle, Cannabis wurde teillegalisiert in Deutschland. Aber nicht nur das, denn seit dem 1.4. diesen Jahres ist Cannabis auch kein Betäubungsmittel mehr und kann sehr viel leichter verschrieben werden auf Privatrezept. Das heißt, was Sie machen können, ist im Prinzip, Sie suchen sich einen Online-Anbieter raus, melden sich an, klicken sich durch eine Form durch, sagen, Sie haben Schlafprobleme.
hoffentlich ehrlich, weil ansonsten ist es eine Straftat. Und dann bekommen Sie, nachdem ein Arzt, eine Ärztin das geprüft hat, was Sie angegeben haben auf Ihrem Formular, dann bekommen Sie ein E-Rezept. Dieses E-Rezept können Sie dann direkt an eine Apotheke Ihrer Wahl schicken, entweder online oder eben bei der Apotheke um die Ecke, falls sie Cannabis anbietet, und dann bekommen sie es geliefert oder können sie es abholen. Interessanterweise gibt es eine riesige Palette von Cannabis als Medizin, also Cannabisblüten vor allem, und wenn Sie sich da mal durchklicken, ich habe das jetzt hier nicht mitgebracht, das sind in der Regel Produkte, die schon auf dem illegalen Markt wirklich großen Anklang gefunden haben, also Sorten, die ganz toll klingen und ein entsprechendes Publikum anziehen soll. Es ist relativ klar, dass dieses System im Prinzip neben dem Eigenanbau und den noch kommenden Anbauvereinigungen die dritte halblegale Bezugsquelle ist. Das kann man auch nachvollziehbar finden, wenn Personen das machen, weil es relativ einfach ist und möglich und straffrei und sicherer Bezug von Produkten ist auch aus individueller Konsumentinnensicht auch nachvollziehbar, hat aber auch ein, zwei Nachteile, weil wir einfach überhaupt keine Kontrolle darüber haben. Und medizinische Produkte würden wir auch ganz anders regulieren als Produkte zum Freizeitgebrauch. Also wir würden da zum Beispiel einfach vernünftige Steuermodelle entwickeln. Wir würden halt keine Lieferung nach Hause ermöglichen etc. pp. Was sind da jetzt für Produkte verfügbar? Sie können aus über 400 Sorten auswählen. In der Regel können Sie Produkte bekommen, die einen höheren THC-Gehalt haben als der illegale Markt und billiger sind. Also schon recht kompetitive Geschichte. Und dann gibt es natürlich auch noch Extrakte für den oralen Konsum. Was es aber nicht gibt, sind die E-Zigaretten-Kartuschen. Hier zwei Beispiele. Ich habe einfach wirklich random rausgepickt. Also es ist jetzt ich möchte damit keine Werbung machen. Ich möchte einfach nur darstellen, was Sie im Prinzip theoretisch bekommen können. Eine Blüte für 12,38 Euro mit 20,9% THC. Das heißt, Sie bekommen für 5,92 Euro 100 Milligramm THC. Das sind ungefähr 10 Konsumeinheiten. Nicht wenig, würde ich sagen. Und dann ein Konzentrat, was im Prinzip aus diesen Blüten hergestellt wird. Deswegen ist es auch teurer. Da sehen Sie ein Konzentrat zur oralen Einnahme. Da würden Sie im Prinzip 100 Milligramm THC, also die gleiche Menge THC, für 33 Euro bekommen. So in etwa ist die Marktlage gerade. Ich erzähle das, die Marktlage, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Prinzip ein relevanter Teil der Konsumierenden sich darüber entweder schon versorgt oder versorgen wird. Und da sehen Sie im Prinzip, momentan gibt es noch zumindest preislich eine deutliche Bevorzugung von Blüten. Aber ob sich das nicht auch noch ändern wird, und das bleibt abzusehen. Was ich aufgrund der Empirie, aufgrund von dem, was wir in anderen Ländern beobachtet haben, vorhersehen würde, ist, dass der Preis vor allem für alle diese Produkte in den nächsten ein, zwei Jahren drastisch sinken wird. Und im Zweifelsfall, und das sehen wir jetzt auch tatsächlich schon in der Schweiz, der illegale Markt konkurriert sogar mit den kleinen Pilotprojekten. Also es gibt im Prinzip dann eine Preisspirale nach unten. Und wir sehen, wir werden vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal darüber sprechen und dann die Hälfte der Preise ungefähr sehen. Das ist meine Vermutung. Ich möchte zusammenfassen, also momentan ist die Lage so, die allermeisten Menschen, die Cannabis konsumieren es rauchend und dann auch natürlich in der Regel mit Tabak zusammen. Wenn sie wechseln würden, könnten sie sehr viele Probleme reduzieren, vor allem wenn sie auf Nikotin verzichten würden. Am besten sollten sie dabei auf das Verdampfen von Blüten wechseln, wenn sie inhalieren wollen, ansonsten oraler Konsum natürlich. Ich gehe davon aus, dass alternative Produkte sehr viel stärker nachgefragt werden und auch einen Eingang in unsere Konsumkultur finden werden. Wie sehr ist abhängig von so vielen Faktoren, da habe ich ein paar skizziert. Wichtig ist auch noch zu nennen, Anbauvereinigungen dürfen keine Extrakte herstellen, dürfen aber Haschisch herstellen. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie das alles kontrolliert und implementiert wird, welche Produkte am Ende wirklich dort angeboten werden. Das ist eine Blackbox, und ansonsten haben wir auch noch Modellprojekte, die mehr oder weniger wahrscheinlich auch in Deutschland kommen werden, und was das für Implikationen haben wird, ist jetzt, das wäre ein anderer Vortrag. Medizinisches Cannabis habe ich erwähnt, wichtiger Punkt. Vielen Dank, und jetzt haben wir noch 10 Minuten für Fragen, glaube ich.
Wie, 10 Minuten für Fragen und Sie gehen? Okay, so, hier vorne wäre das Mikrofon zunächst. Ja, schönen guten Tag, Hermann, Nichtraucherbund Berlin-Brandenburg. Zu Ihrer Vorstellung nochmal, Sie haben gesagt, Sie haben keine Verbindung zur Alkohol- und Cannabisindustrie. Haben Sie Verbindung zur Tabakindustrie? Das habe ich nicht gesagt, ja, okay. Dass ich nie im Tabakbereich eigentlich gearbeitet, also nee, ich habe nie im Tabakbereich gearbeitet und habe auch keinerlei Verbindung. Dankeschön, das war's schon. So, dann war da eine Meldung. Hallo, Heike Michel, Polizeidirektion 2. Ich hätte mal eine Frage zu den 60 Toten nach dem Rauchen mit dieser Kartusche. Was war denn da die Todesursache? Also haben die danach einen Herzinfarkt erlitten oder eine Lungenembolie oder haben Sie dazu Angaben? Ja, das sind Lungenschädigungen gewesen. Also EVALI, ich habe die Abkürzung, habe ich mir irgendwo auch notiert. E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Das ist im Prinzip erstmal die Abkürzung. Es ist sehr, sehr vage. Also im Prinzip kamen über 2000 Personen, wurden hospitalisiert. Wegen akuten Lungenschwierigkeiten. Da haben sie dann bei 60 Personen eine relativ hohe Mortalitätsrate. Und das hat sich auf einen relativ kleinen Bereich in den USA, also auf drei Bundesstaaten fokussiert, weil im Prinzip dort lokal diese Produkte hergestellt wurden und an den Mann, an die Frau gebracht wurden. Und ich bin jetzt auch kein Mediziner, von daher kann ich Ihnen jetzt die direkten Diagnosen auch nicht sagen, aber das sind wirklich Lungenschädigungen gewesen, die dann bei einigen wenigen, oder bei 60, ungefähr 60 Personen, wirklich zum Todesfall innerhalb von wenigen Wochen geführt hat. Und manche Personen sind auch aber chronisch davon geschädigt worden. Von tatsächlich, und das ist eigentlich interessant, geringen Dosierungen. Also es sind keine, weil normalerweise sind Todesfälle im Zusammenhang mit Dampfenrauchen über Jahre chronischen Konsum assoziiert. Aber hier sind das tatsächlich Fälle gewesen, die innerhalb von Tagen, Wochen des Konsums aufgetreten sind. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr bedenklich gewesen. Und vielleicht noch eine Zusatzfrage dazu. Ich weiß, Prognosen sind da schwer, aber besteht denn da eine Gefahr, dass so ein Trend, also diese Verunreinigung auch nach Europa dann überschwappt? Also kann man da was ableiten? Weil oftmals ja was in Amerika passiert, also wenn es jetzt der erhöhte Heroinkonsum ist, der schwappt dann ja auch oftmals zu uns rüber. Kann man das bei den Kartuschen auch erwarten mit diesen Zusatzstoffen, die Schädigung? Ja, also ich würde sagen, die Möglichkeit besteht oder das Risiko ist auf jeden Fall da. Also diese Kartuschen, die sind ja nicht einfach herzustellen. Erfordert ein gewisses technisches Know-how. Das ist, soweit ich das einschätzen kann. Und dementsprechend, je komplizierter diese technischen Vorgänge sind und desto eher Probleme oder desto eher da quasi Laien auch pfuschen können, desto eher entstehen Verunreinigungen. Und insofern würde ich sagen, das hängt wirklich sehr davon ab, wie die nachgefragt werden oder wie sich Personen auch daran gewöhnen können. Also nachdem, wie ich die Situation momentan einschätze, gibt es eigentlich keine wirklich starke Nachfrage nach diesen Kartuschen in Deutschland, weil sie auch einfach, glaube ich, es gibt nicht den Markt dafür. Also es gibt nicht das Angebot dafür. Aber sobald das Angebot in irgendeiner Art und Weise möglich ist, und zum Beispiel HHC ist jetzt eine Substanz, die die eine oder andere Person von Ihnen kennt, in meiner Straße wurden HHC-Vapes in einem Automaten angeboten. Ja, und in verschiedenen Spätis etc. pp. Wenn sich das durchsetzen würde, HHC wird meines Erachtens jetzt dieses Jahr verboten und dementsprechend wird sich das in dem Sinne nicht weiter fortsetzen, aber wenn im Prinzip in irgendeiner Art und Weise ein Modus gefunden wird, in dem Menschen daran gewöhnt werden, dass es dieses Produkt gibt, wird es auch, glaube ich, eine Marktdynamik im illegalen Bereich sich entwickeln und dann haben wir das Problem, dass genau das passiert. 2019 waren wir in den USA aber an einem anderen Punkt. Da waren diese Vapes teilweise legal, teilweise illegal schon sehr viel mehr präsenter und das ist hier momentan nicht der Fall. Deswegen für die Zukunft ja, aktuell oder in den ersten 1-2 Jahren vermutlich eher nicht. Herzlichen Dank. So, wer hätte noch von Ihnen eine Frage? Noch hätten wir Platz? Nehmen Sie nur das Mikro, dass wir Sie alle hören können. Hallo. Was passiert denn durchs Passivrauchen von THC?
Also grundsätzlich relativ wenig Forschung erstens. Passiv rauchen hängt erstmal davon ab, wie Sie es konsumieren. Wenn Sie es mit Tabak konsumieren, haben Sie erstmal die ähnlichen Probleme wie bei Tabak. Wenn Sie es einfach nur pur rauchen, haben Sie trotzdem eine sehr erhöhte Feinstaubbelastung. Also da sehen wir in so kontrollierten Umgebungen, Experimenten, tatsächlich teilweise höhere Werte in der Feinstaubbelastung in geschlossenen Räumen beim Cannabiskonsum als beim Zigarettenkonsum. Also das ist sehr bedenklich. Und dann gibt es, also passiv rauchen oder auch im Alkoholbereich passiv trinken oder Harm-to-Other-Schäden gegenüber anderen, wäre nochmal ein gröberes Konzept, in dem wir auch berücksichtigen sollten, wenn Cannabis von Schwangeren konsumiert wird. Das ist sehr wahrscheinlich mit einem zum Beispiel verringerten Geburtsgewicht assoziiert und Geburtskomplikationen und insbesondere natürlich Verkehrsunfälle. Wer bekifft, berauscht, Cannabis am Steuer im Prinzip nicht trennen kann, schädigt damit auch anderen. Das sind im Prinzip die Schäden gegenüber Dritten, die wir momentan annehmen bei Cannabis. Jetzt gäbe es noch hier vorne eine Frage vor der Pause. Danke. Karin Fetzdum. Gibt es denn jetzt fürs Cannabis auch schon sowas wie so einen Abhängigkeitstest beispielsweise, den man mit Betroffenen machen könnte, wenn die sich auf eine Entwöhnung interessieren oder ähnliches? Und wie kann man es denn am besten oder am einfachsten auch nachweisen, dass jemand kifft? Also nachweisen im toxikologischen Sinne. Es gibt mittlerweile relativ akkurate Speicheltests, um den akuten Konsum innerhalb der letzten paar Stunden nachzuweisen. Ansonsten würde ich tendenziell für Blutuntersuchungen plädieren. Da gibt es zwei Indikatoren. Der eine ist das im Prinzip das THC, welches noch im Blut ist, immer wieder aber von Fettreserven wieder auch in Blutbahnen gelangen kann. Das können Sie teilweise wochenlang nachweisen. Das ist die Frage, was Sie nachweisen wollen. Und dann gibt es im Prinzip noch so einen Metabolit, der wird immer mehr, je häufiger Sie konsumieren. Damit können Sie im Prinzip eine gewisse Frequenz nachweisen. Das wäre, je nachdem, in welchem Setting, das wären Möglichkeiten. Screening-Fragebögen gibt es einen Haufen. Also der epidemiologische Suchtsurvey, der angesprochen wurde, der nimmt in der Regel den SDS. In den europäischen SchülerInnen-Studien wird in der Regel der CAST verwendet. Das sind im Prinzip Fragebögen, die 5 bis 8 Items haben, die nicht ganz so optimal psychometrische Eigenschaften haben, wie wir es jetzt zum Beispiel im Alkoholbereich kennen. Das finde ich ein bisschen schade. Teilweise auch ungenaue Fragestellungen enthalten, aber ich glaube, für ein erstes Screening vollkommen ausreichend sind.